Es ist Punkt 10 am Freitag, dem 2.12.2016. Halb Deutschland ist verschnupft. Dirk ist hoffentlich auf dem Weg der Besserung. Die letzten Tage war er auch ein bisschen angeschlagen, wie der Heiko Behrendt auch. Trotzdem war heute Morgen, guten Morgen, DAX-Index. Also, der Winter kommt, wir halten durch und wir legen los. Volks- und CFD ist täglich Punkt 10, jeden Tag ein Trade. Schön, dass Sie dabei sind. Es spricht noch Berlin, es spricht Admiral Markets, Jens Schanowski. Ich darf Ihnen wie fast immer die Einladung erzählen, bevor dann gleich der Daytrader des Tages am Freitag traditionell der Dirk übernehmen wird. Zu Beginn natürlich immer Risikohinweis. Es geht bei Admiral Markets immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten ist es identisch. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinnmöglichkeiten. Leider aber auch, wenn Sie auf der falschen Seite vom Markt sind, die möglichen Verluste, wenn Ihre Strategie nicht aufgeht. Ist deswegen nicht für jeden geeignet. Bevor Sie mit echtem Geld loslegen, starten Sie am besten mit einem Demokonto. Machen Sie sich im Demo-Modus mit dem Trading, dem Hebeleffekt und dem Risikomanagement ausreichend vertraut. Und wenn Sie sich dann nach einiger Zeit sicher fühlen, gerne mit echtem Geld weiter traden. Admiral Markets richtet sich immer an den selbstentscheidenden Anleger. Execution only. Bitte also nichts, was Sie bei uns sehen und hören, als Anlageberatung missverstehen wollen. Das wird es bei uns nie geben. Wir wagen Marktausblicke. Wir entwickeln zusammen Trading-Ideen. Wir können Ihre persönliche Lage dabei aber nie berücksichtigen. Also bitte nicht als Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen missverstehen wollen. Den kompletten Warnhinweis finden Sie zum Nachlesen auf der Webseite, wenn Sie möchten. Hier unten rechts als blauer Link auch hinterlegt. Insbesondere also bei Punkt 10 nicht zum Nachtraden eingeladen fühlen, darum geht es nicht. Es geht eher darum, zusammen einen Blick über die Schulter eines langjährigen Traders werfen zu können, ihm Fragen stellen zu können, nicht mehr, nicht weniger. Ja, und ein Teilnehmer sagt, ekelhaft wollte ich gar nicht hören, sorry, darum soll es auch nicht gehen. Nur wenn mal meine Stimme durch die Nase gesprochen wird oder der andere mal hustet, sollte das gleich vorweggenommen die Entschuldigung dafür sein. Pardon, wenn es anders angekommen ist, hiermit nochmal Entschuldigung. Trotzdem, hier tradet Deutschland. Heute ist der Dirk dran am Freitag, wenn es Ihre Zeit erlaubt. Montags der Thomas, dienstags der Costa, mittwochs der Heiko und donnerstag der Jochen. Wir sind Männer, manchmal müssen wir ein bisschen jammern. Sorry nochmal, wenn es bei der einen oder anderen falsch angekommen ist. Nochmal Pardon. Ja, wenn Männer krank sind, sterben sie, wenn sie Schnupfen haben. Pardon, das muss jetzt nochmal gesagt werden. Reden ist Gold, wir haben nämlich was zu sagen. Über 10 Live-Webinare Woche für Woche. Wenn Sie die anderen noch nicht kennen, über den eingeblendeten Link können Sie sich gerne noch anmelden. Abgerundet die regelmäßigen mit einigen Specials, wie jetzt viermal in den Adventswochen vor Weihnachten. Wenn Sie da noch nicht dabei sind, melden Sie sich gerne an. Die Specials sind auch mit Sicherheit ein Thema. Ja, und auch unsere Aktion sollten Sie kennen. Läuft noch bis zum 12.12. Sehen Sie eingeblendet. Alle Details natürlich auf admiralmarkets.de, wenn Sie möchten. Und ja, jetzt höre ich auch mal auf zu sprechen. Ich muss auch mal was trinken wieder. Ich hoffe, dass Dirk bei Stimme ist. Guten Morgen, Dirk. Du hast das Wort. Du hast den Bildschirm. Leg los. So, dann fangen wir doch einfach mal an und hören uns so langsam in rostige Gießkannenstimmen wieder rein. So ist das halt. Guten Morgen Jens, guten Morgen in die Runde. Wir gucken uns zunächst einmal an, was wir für ein Debakel hier wieder in den letzten 2, 3 Tagen an Kursen beim DAX sehen. Aber das habe ich ja schon ein Stück weit auch im letzten Webinar die weltweiten Indizes erwähnt, was uns da bis Freitag und auch vor allem Montag noch bevorsteht. Wir haben nun mal jetzt am Wochenende, am Sonntag, das italienische Referendum. Das wird sehr kritisch beäugt, auch von den globalen Finanzmärkten und hauptsächlich natürlich von den europäischen Börsen, auch demnach jetzt schon abgebildet. Man ist ein bisschen vorsichtig. Ja, man kann schon sagen, dass der DAX hier ein bisschen das italienische Fieber bekommen hat. Und dementsprechend geht es hier schon ein Stück weit südwärts. Wir haben auch noch ein paar weitere Stufen nach unten beim DAX, die wir Richtung 10.350er und vor allen Dingen auch noch 10.320 noch ausloten können, aufgrund von den letzten Fibonaccis, die wir auch vom Langfristchart haben, aber auch von der kurzfristigen Anlage. Dazu nur ganz kurzer Blick auch auf den DAX, bevor wir in die zwei anderen Trade-Setups gehen, die ich hier auch bereits schon in der Handelsplattform drin habe. Wir gehen mal in den Langfristchart, auch vom DAX, den Sie vielleicht schon kennen. Vom Allzeithoch geht es runter über das letzte Hoch, was wir hier sehen, im Bereich der 11.431 vom 29.11.2015. Darauf angelegt ist diese Abwärtstrendlinie hier ja auch bereits schon mal, besonders sogar an dem Tag dieses Trump-Tages hier, dieser Trump-Wahl, hier nochmal angetestet worden, nach oben verlassen worden. Wäre natürlich jetzt nicht so schön, wenn wir den tatsächlich auch nochmal nach unten testen. Dann wären wir hier nämlich auch schon wieder deutlich im Bereich der vierstelligen Zahlen.
also nicht mehr 10.000, sondern hier 9.950er auf Wochenbasis, zumindest hier die EMA bei 9,6. Gehen wir auf den Tageschart, sehen wir hier, die EMA ist nahezu hier, erreicht. Die 200er EMA ist bei 10.367, also hier grob 10.370. Und wenn wir hier noch drauf uns konzentrieren, wo kommen hier diese Fibonaccis her? Die habe ich hier markiert mit schwarzen horizontalen Linien. 10.320 ist hier noch ein weiteres mögliches Kursziel für die Bären. Also diese Abwärtsbewegung könnte hier zumindest auch noch ein Stück weit Halt machen. Das vom Langfristchart herzuleiten kann man deshalb so, indem man vom Allzeithoch eine Fibonacci-Analyse anlegt auf das letzte Verlaufstief. Ich werde es nochmal ganz kurz farblich absetzen, damit Sie sehen, wo die Linien herkommen, die ich da auch noch horizontal dann markiert habe. Die sieht man hier, und zwar haben wir hier im Bereich dieser 50-prozentigen Fibonacci hier diese 10.550, und man müsste eigentlich hier noch die Linie, noch die 10.320 noch von einer anderen Fibonacci stammen. Die kann man auch noch weiter hier runterziehen, das ist noch eine weitere Marke, die muss ich hier auch noch kurz markieren mit. Die haben wir hier im Bereich der 10.115 grob betrachtet sogar. So, das lösche ich jetzt nochmal kurz raus. Na, so, und gehe jetzt auf den Tageschart zurück. Vielmehr sogar noch auf den 4-Stunden-Chart. Gucke mir dann auch noch das letzte Zwischentief hier an, was wir hier im alten Chart hier haben, vom Stundenchart auf das letzte Zwischenhoch. Und dann bekommen wir die 161,8er FIBO ausgeworfen, die wir hier im Bereich der, des Kursniveaus der 10.440, 10.445 haben. Wir sind also hier deutlich schon drunter, runtergebohrt, nach unten verlassen. Also es sieht eher danach aus, dass wir in diese Bereiche der 10.390 und sogar noch 10.350 kommen. Wenn der Abverkauf sich beschleunigen sollte, werden wir tatsächlich sogar noch in Richtung dieses alten Abwärtstrends, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe, noch fallen. Nichtsdestotrotz, natürlich kann man in diesen Bereichen hier immer mal wieder auf Erholungen spekulieren. Wir haben das aktuelle Tagestief bei 10.409, wie wir hier in der Handelsplattform sehen. Bietet sich natürlich hier zum Beispiel an, einen ersten Versuch zu machen hier in Richtung Reverse, also in Richtung Long. Das sollte sich allerdings erst einmal ein Stück weit noch manifestieren, dass wir nochmal in Richtung hier 10.430, 10.435 nochmal hochkommen, dass wir hier vor allen Dingen ein bisschen Auffangbereitschaft nochmal vielleicht sogar aus dem Markt heraus bekommen, also als kleines Feedback vom Markt bekommen. Jetzt hier pur sofort reinzugehen, das wäre dann tatsächlich Harakiri. Also das hier nur zu der aktuellen DAX-Situation. Das Volumen hat sich gestern auch ein Stück weit wieder nach oben entwickelt. So langsam kommen wir auf Jahresdurchschnitt. Wir waren gestern bei 3,3 Milliarden rund. Die Tage zuvor waren es teilweise sogar unter 2. Wir gucken jetzt hier auf die zwei Setups, die ich hier im Markt habe. Das ist einmal Gold und einmal der Euro-US-Dollar. So, mit dem Runterfallen, ich fange mit Euro-US-Dollar mal an, mit dem zurückkommenden DAX und auch anderen europäischen Börsen, auch Aktienmärkte korrelieren ein Stück weit hier in den letzten Monaten immer wieder, sollte es also in der Tat immer zu stark abfallenden Aktienindizes kommen. So haben wir immer ein Stück weit Erholungstendenzen beim Euro gesehen, aus dem Grund, weil dort diverse Gelder anderswo hier hineinfließen und das dementsprechend den Euro ein Stück weit aufwertet. Also das ist so in diesem Fall immer wieder festzustellen gewesen. Wir haben jetzt hier beim Euro-US-Dollar, um das hier auf dem Stundenchart nochmal ganz kurz anzuschauen, keine überkaufte Situation. Auf dem 4-Stunden-Chart, auf dem Tageschart, Entschuldigung, haben wir aufgrund der letzten Analyse, ich gebe ein bisschen dem Bild nochmal rechts ein bisschen mehr Platz, werde den RSI hier auch erstmal rauslöschen und werde auch die anderen Bereiche nochmal rauslöschen, dass wir ein bisschen mehr Platz für die Analyse hier haben, setzen hier auch die Fibus ein vom letzten doch sehr markanten Zwischenhoch, Runterzugs auf das letzte Zwischentief, wo wir hier einen Rückläufer zumindest einplanen könnten, einen ersten Rückläufer, den wir hier im Bereich der knapp 1,7, 1,75 haben. Das wäre also ein möglicher Rückläufer, der in die Richtung noch geht. Diese schwarze Linie werde ich rauslöschen, die hat hier jetzt aktuell keine Bedeutung. So, was hätten wir als weitere, als kurzfristige, da gehen wir auf den Stundenchart und gucken uns an da auch noch das letzte Zwischentief hier an und legen von diesem Zwischentief auch noch auf das letzte Zwischenhoch hier an, werden auch diese FIBO-Analyse farblich ganz kurz voneinander absetzen. In dem Fall werden wir die hier blau färben
Und so. Und da nur ein Stück weit hier auch herausfinden, wo ein bisschen auch Unterstützung hier zu sehen ist und wo die nächste Unterstützung vor allen Dingen auch noch lauert. Da haben wir nämlich zum Beispiel einmal hier die 23,6er rund um dieses Kursniveau, wo ich hier eingestiegen bin mit dem Long. Und als weiteren Unterstützungsbereich hätten wir hier die 1,6,37, die 38,2er. Auch das in der Nähe, ja, dieses Stop-Losses, wie man hier sieht, den ich hier eingebaut habe. Ich habe hier 20 Pips Stop-Loss dem Trade gegeben, also nicht zu weit bitte, nicht zu weit absichern, nicht zu viel riskieren. Und auch was die Größe angeht, die Kontraktgröße angeht, Sie sollten nicht immer Full Lot handeln, wenn Sie in der Lage sind, das ein Stück weit auch aufzubauen, eine Position in eine Bewegung vielleicht sogar aufzubauen, dass man erstmal mit einem kleineren ja, Bereich anfängt, beispielsweise 0,1, also Mini Lot oder vielleicht sogar auch ein Quarter Lot. In dem Fall habe ich hier ein Quarter Lot verwendet, also 0,25. Gut, also die Position läuft, die wird bei 1,637 in diesem Bereich hier ausgestoppt, die soweit erst einmal in der Vorstellung hiermit. Und wir wechseln dann nochmal zum weiteren Trade-Szenario, Trade-Setup, was ich hier drin habe, und zwar der Bereich Gold. Also hier nochmal kurz wiederholt, 1,657 der Entry, 1,637 der Stop-Loss. Und natürlich kann man auch so bei solchen Bewegungen sagen, was juckt mich das? Ich gehe da jetzt wieder raus und mache das hier 2, 3, 4, 5 Mal am Tag oder noch mehr. Kann man alles machen. Ich lasse das jetzt hier auch stehen. Gehe auf den Gold-Trade, auf das Gold-Setup. Ein paar Mal haben wir das schon diskutiert. RSI-technisch hier auf Stundenbasis natürlich jetzt nicht besonders aussagekräftig, aber wenn wir auf den Tageschart gucken, sehen wir, dass Gold ja auch über die letzten Tage sehr stark abverkauft wurde, hier auch sehr stark überverkauft ist. Aus dem Grund hier auch nochmal im heutigen Freitag zusätzlich zu den ja, weiteren Daten, die ja heute noch über den Handelstag kommen, die US-Arbeitsmarktdaten. Die kommen ja noch heute um 14:30 Uhr und vor allen Dingen ist es jetzt erst einmal auch Wochenschluss. Es ist zunächst einmal auch noch zu bedenken, dass wir auch seitens der anderen Anleger weltweit auch natürlich ein Stück weit auch antizipieren müssen, dass die auch wissen, dass da am Wochenende in Europa vielleicht irgendwas schief gehen könnte und dass sie vielleicht auch ein oder andere Position jetzt einmal auflösen bzw. auch glattstellen. Soll also heißen, wäre jetzt auch nicht verwunderlich, wenn man ein Stück weit in den Richtung Gold-Trade nochmal reingeht. Also das hier auch mit dem Hintergrund, warum man diesen Trade auch jetzt gerade nochmal eingegangen ist. Charttechnisch ist das Ganze von einem langfristigen, wirklich sehr langfristigen Aufbau zu sehen. Also ich gehe auch nochmal noch weiter zurück, ne? Reicht schon, dass wir hier zum Beispiel von dem letzten Zwischentief, was wir hier hatten, das war das letzte Verlaufstief, bei 1046,38 auf das letzte Verlaufshoch hier bei 1375,13, muss ich nochmal gucken, 1375,13 genau, angelegt haben und daraus von der Handelsplattform eine 61,8%ige Fibonacci hier ausgeworfen bekommen und die befindet sich hier rund um diese 1172, also auch hier mehrfach im Test. Wir haben hier auch eine Kerze, die ein Stück weit hier nahezu schon auch unentschieden signalisiert. Also wenn man hier die Dochte auf beiden Seiten ein Stück weit hier anschaut auf Wochenbasis, dann ist hier so langsam scheint hier jedenfalls auch ein Stück weit auch die Luft, was den Short angeht, auszulassen. Auf Tagesbasis haben wir hier einen schönen Hammer, wie wir hier sehen. Der ging runter bis 11,6064. Auch das Ganze mal ein bisschen nochmal, vergrößere das vielleicht auch nochmal ein bisschen, dass man es vielleicht noch etwas besser erkennt. Und gehen wir ruhig auf den 4-Stunden-Bereich noch drauf. Und mehrfache ja, Tests von diesem tieferen Niveau und wir sind nach oben wieder weggelaufen, zurück über die 61,8er, die hier zunächst einmal wieder als Widerstand fungierte. Also das ist hier mit dem Hintergrund, dass diese 61,8er dann jetzt auch ein Stück weit hält. Und diese 1170er-Niveaus auch nicht mehr signifikant nach unten verlassen werden. Also wir haben jetzt hier zwar keinen wahren Jakob bis jetzt hier mit einem minimalen Gewinn, immerhin ist es noch Plus, aber wir werden das auf jeden Fall in den nächsten Handelsstunden besser auch beobachten. Das ist mit 10 Dollar die Unze hier ausgestoppt dann bei 1165. Also der Stop-Loss ist hier dann eben gerade rund 10 Dollar. Wenn wir das genau hier noch an charttechnischen Marken zusätzlich hier festmachen würden, könnten wir natürlich geneigt sein,
den Trade auch noch bis 11,60 Luft zu geben. Wenn er allerdings nach unten dann nochmal laufen sollte mit einem stärkeren Abwärtsbereich, dann kann man schon fast wieder davon ausgehen, dass auch das hier wieder schnell ausgehebelt wird. Man würde halt dann auch nur unnütz noch weiter Punkte verschenken. Muss also nicht sein. Ich fange hier mal an der Stelle, hör mal an dieser Stelle kurz auf. Vielleicht gibt es ja Fragen. Ja, es wird ein Blick auf Brent von unseren Teilnehmern gewünscht. Also den schauen wir nochmal genauer an, bitte. Und der Teilnehmer fragt dazu genauer. Sehen Sie nach dem starken Anstieg von Brent eine Korrektur? Falls ja, bis mindestens auf welche Unterstützungslinie? Dein Blick auf Brent, bitte. Mhm. Dann machen wir wohl besser nochmal ein neues Chartfenster auf, sonst haben wir da auch zu viel Linie noch drin. Ich gehe mal gerade noch hier auf die Farben, dass wir hier noch wenigstens hier eine grüne Kerze und eine rote Kerze machen. Und gehen da auch nochmal explizit hier aus diesen Fenstern raus, damit wir hier mehr Platz haben. Was ist beim Brent natürlich hier besonders passiert? Klar, wir haben diesen OPEC, in Anführungszeichen OPEC-Deal und so wie es aussieht auch Russland. Ich mache da wohl jetzt mit. Die letzten Bewegungen, wenn wir hier ja, mal schauen, wo wir allein vom Ölpreis in den letzten Jahren ja herkommen, es ist selbst durch diesen Deal aktuell noch nicht hier besonders als Mega-Feier darzustellen. Gehen wir ruhig zurück hier noch wieder auf den Tageschart und gucken uns mal an, was es hier für letzte Zwischenhochs auch noch gab. Einmal haben wir ja hier den Bereich von 54,31, das kommt vom 9.10.2015, also den haben wir hier auch noch nicht erreicht. Also das ist schon mal als erstes hier zu sagen. Dann haben wir noch ein weiteres Doppeltop hier auf Tagesbasis, haben hier den Bereich der 52,95 und haben hier den Bereich der 53,03. Auch das nochmal ganz kurz als horizontale, so grob betrachtet mit reinzubauen. Auf 53 sage ich jetzt mal. Die nächsten Zwischenhochs, die wir auch noch hier, Verzeihung, die wir hier auch noch festzustellen haben, 53,29 und auch nochmal ein weiteres bei 52,87. Also es gibt sehr viele Zwischenhochs, Zwischentiefs, Zwischenhochs hier in diesen Bereichen der 52,80 bis 53,03 und auch gehen auch nochmal hoch bis zu diesem letzten hier, signifikant wichtig hier, 54,31, was wir als Kursziel hier auch nochmal für diese aktuelle Bewegung vielleicht heranziehen könnten. Ist aber alles mit der charttechnischen Analyse bei dem Brent natürlich ein Stück weit Makulatur, weil hier unheimlich das Story getrieben ist durch diese OPEC-Geschichte. Und wenn jetzt beispielsweise im heutigen Handelsverlauf ja auch nochmal irgendeine andere Story durchkommt, dass jetzt auf einmal doch zwischen Saudi-Arabien und Iran wieder Zwist entstanden ist und da plötzlich dann alles über den Haufen geworfen wird, dann können Sie natürlich dem Ölpreis hinterher gucken, wie schnell der nach Süden abdreht. Also das auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Extrem durch diesen OPEC-Deal natürlich bewegt. Wir gucken aber jetzt nochmal trotzdem auf zwei Marken. Einmal von der letzten Zwischentief legen wir an auf das aktuelle Hoch. Das haben wir hier in dem Bereich, wir machen es mal lieber anders, das werde ich hier rauslöschen. Ich gehe sinnvollerweise vom letzten Zwischenhoch auf das letzte Zwischentief und dann gucken wir uns dann das im kurzfristigeren Bereich, mal im 4-Stunden-Chart gestaucht nochmal an, wo wir da nordwärts auch überhaupt noch hinlaufen könnten, rein nur von der charttechnischen Seite her. Da haben wir einmal eine 138,2 Projektion und eine 161,8er Projektion. Die letzten Zwischenhochs hier, 54, 26, 53 und so weiter, lasse ich hier stehen, einfach weil wir die im Hinterkopf vielleicht auch behalten sollten, dass das auch nochmal wichtige Marken sein können. Nach oben hin haben wir eine 57, 21 und eine 161,8er Projektion im Bereich der 59, 59, also auch ganz langsam kommen wir in Richtung 60er Marke. 60 Dollar pro Fass ist auch wieder interessant, gerade im gestrigen Handel, was ist wieder über die Ticker gelaufen. Ein, zwei Investmentbanken haben ihre Einstufung für den Brent-Ölpreis bekannt gegeben, zum Besten gegeben und haben gesagt, ja, zum Jahresende haben wir 60 Dollar das Barrel. Schöne Sache, die haben auch nichts anderes gemacht, als hier eine FIBO-Projektion einfach hier abzuschreiben, wortwörtlich und zu sagen, bei
rund 60, wo wir hier oben sind, ist hier Schluss zum Jahresende. Das ist das, wie scheinbar auch manche Analysen entstehen. Warum können wir jetzt hier nach oben noch allzu viel Luft erwarten? Wir gucken da auch noch auf weitere Indikatoren. Wir gucken auf den RSI, inwieweit das hier auf 4-Stunden-Basis zum Beispiel schon gelaufen ist. Dort haben wir schon ein Stück weit hier Rückbildung erfahren. Das heißt also, dieser überkaufte Bereich wurde ein Stück weit abverkauft. Wir sind also wieder ganz leicht schon in Richtung, kommen wir langsam wieder des neutralen Bereichs. Das jetzt aber auf dem Tageschart sieht nochmal anders aus. Das heißt, hier hätten wir nochmal Luft. Rein nur jetzt von der Interpretation des RSI. Machen wir da ein bisschen mehr Platz. So. Hätten wir nach oben natürlich ein Stück weit noch Luft. Und wenn wir sehen, bis 57,21 als erste FIBO-Projektion, haben wir natürlich hier auch nochmal locker 3 bis 4 Dollar. Das könnte natürlich dann in dem Fall auch den RSI ein Stück weit noch rüberschieben in den überkauften Bereich. Das kann ruhig 1, 2, 3, 4, 5 Stunden locker so gehen. Überhaupt gar kein Problem. Die Gewinnmitnahmegefahr ist allerdings am Freitag heute besonders hoch. Nach diesem fulminanten Anstieg sollte man zumindest in der amerikanischen Session, also sprich so ab 14.30 Uhr bis zum Schluss an der Wall Street, schon ein bisschen damit rechnen, dass sich vielleicht hier ein bisschen was beruhigt und es vielleicht doch mal nochmal zu einer roten Kerze am heutigen Handelstag kommt. Also dass nur die sogenannte Annahme, die jetzt gerade hier heute für Öl, besonders für Rohöl brennt, aber auch WTI gelten sollte. Eine Abschlussfrage gebe ich dir gleich noch für den DAX und ich sage nochmal Bescheid, obwohl wir alle Kanäle benutzt haben, denken Sie dran, Sonntag Italien Referendumwahl, die einen vermuten starke marktbewegende Ereignisse, die anderen sagen eher nicht, aber viele Broker, so auch Radme Markets, haben vorsorglich die Margin-Anforderungen erhöht für einige Instrumente, bei uns auch, hauptsächlich für die Indizes, also vielleicht nicht übers Wochenende halten oder wenn Sie halten, denken Sie dran, Margin-Anforderungen erhöht, die Details auf admiramarkets.de oder in Ihrem Newsletter-Postfach oder MetaTrader 4, also alle Kanäle, die wir nur haben, haben wir genutzt, um Sie darüber zu informieren. Italienwahl, Sonntag, Stichwort. Ja, Schlussfrage an dich, nochmal zum DAX von einem Teilnehmer. Halten Sie es für möglich, schreibt der Teilnehmer, dass der DAX nach der Korrektur noch heute einen umfassenden Anstieg bis über 10.800 oder sogar 11.000 vollführt? Das ist die Frage des Teilnehmers, die Abschlussfrage für heute. Tja, also aktuell würde ich in diesem aktuellen Umfeld würde ich gar nichts mehr ausschließen wollen. Gerade die letzten Handelswochen waren ja besonders sehr, sehr stark auch in den USA. Wenn man so sieht, der Dow Jones, der macht auch keinen Willen, hier abwärts zu korrigieren. Beim DAX plötzlich jetzt 10,8 aus wie Kai aus der Kiste nach oben zu schießen, wären natürlich jetzt hier 400 Punkte. Da müsste schon einiges signalisiert werden, als würde man schon annehmen, dass da jemand was weiß, was in Italien am Sonntag passiert. Geschweige denn, also Österreich haben wir auch noch nicht erwähnt, da wird ja auch vielleicht ein Populist zum Bundespräsidenten, wer weiß, keine Ahnung, was da passiert, wie das Auswirkungen haben kann oder auch im Zusammenspiel mit Italien. Ich kann mir beim besten Willen jetzt aus der Sicht von Investoren nicht besonders gut vorstellen, warum wir jetzt in eine Gefahr noch extrem reinkaufen sollten, wo wir nicht wissen, was am Montagmorgen möglicherweise mit einem riesigen Gap von nochmal 200, 300 Punkten oder vielleicht auch nur ein Mini-Gap von 50 bis 100 Punkten in diesem Fall dann, dass ich da jetzt großartig mich raus dem Fenster lehne. Was die nächsten Tage danach dann angeht, gut, wir können auf jeden Fall nochmal in den ersten oder zweiten Dezemberwochen nochmal ein Stück weit nach oben laufen. Also dieser Stichwort Weihnachtsrallye ist ja immer wieder gesagt worden. Aber auch da guckt man gerne auf die Statistik. Wir gucken auch gerne mal aufs letzte Jahr. Also gucken Sie sich mal einen DAX-Chart vom letzten Jahr an. Also da ist diese Bewegung nach oben auch nicht so besonders toll ausgefallen. Ich meine sogar, sie war negativ. Wir müssen zum Ende kommen. Wir müssen zum Ende kommen, aber nochmal Hinweis, Jahr 2016, was haben wir schon alles erlebt, Stichwort US-Wahl, großes, großes, großes Gap, Minus und dann im Laufe des Tages hat der DAX sogar Plus gemacht, alles ist möglich, ja. Auch nach dem Italien-Wahl. Sie können spekulieren, Sie müssen aber nicht, nur wenn Ihr Risikoappetit es sagt, dann sind Sie im Markt und wenn Sie sagen, nee, bei so extremen Ereignissen halte ich die Füße still, Sie treffen die Entscheidung mit allen Chancen, allen Risiken. Schönes Wochenende, Grüße aus Berlin, tschüss, bye bye und danke an Dirk und allen, die verschnupft sind, gute Besserung. Bye bye.
Ja, ebenso. Gute Erholung vor allen Dingen. Ein wunderschönes Wochenende. Gehen Sie über den Weihnachtsmarkt, trinken Sie mal einen Glühwein, erholen sich. Wir hören uns, sofern Sie mögen, am Dienstag zum Webinar die weltweiten Indizes wieder, sofern Sie mögen, Dienstag 18:30 Uhr. Bis dahin eine gute Zeit. Danke. Tschüss.